Sommer, Sonne, Ferien, die Kids haben Urlaub vom Alltag. Schule und viele Kindergärten haben geschlossen. Genug Zeit also für alles, was wirklich Spaß macht. Die Bezirksrundschau unterstützt dabei. Gemeinsam mit den Kinderfreunden hat sie ein Fest extra für Familien veranstaltet. Ich glaube, es ist extrem wichtig, vor allem wir kommen aus einer Zeit der Pandemie, wo Kinder ganz viele Einschnitte erlebt haben und jetzt wieder Normalität zu schaffen, Möglichkeiten zum Schaffen, wieder mit seinen Freunden zusammenzukommen, das ist was ganz was Wichtiges, das müsste es eigentlich viel öfter geben. Wir setzen immer sehr viel auf das Thema Familie, auch mit unserem Schwerpunkt Familienrundschau, wo wir in unserer Print und digital natürlich immer darüber berichten und informieren, was tut sie eigentlich in der Umgebung? Was für ihre Veranstaltungen haben wir? Was für ihre Ausflugsziele in Oberösterreich? Das Ausflugsziel dieses Mal der Linzer Bellevue Park. Einen Tag lang verwandelt sich der in ein Spieleparadies. Von Schaumschmieren über große Bauklötze. Der Kasperl ist schon ganz gut angekommen. Titelseiten kann man sie bei uns abholen in Miniaturform. Und mein Favorit ist eigentlich Riesenseifenblasen. Wir sind in Kisten eingestiegen und da war so eine Rutsche mit Rollen, mit kleinen. Da sind wir dann runtergerutscht und da waren zwei Kurven und dann geradeaus und dann sind wir auf Holz gelandet. Das Coolste, das Rasierschaum basteln und zeichnen. Die Hutstation. Was hat sie genau gemacht? Einen Hut gebastelt. Wir haben so einen Hut gebastelt und dann so verziert. Ich finde das bei der Feuerwehr, das mit dem Wasserschlauch und das Nasswerden, das war am coolsten, finde ich. Mehr als 3500 Besucher waren dabei. Damit alles funktioniert, braucht es viele Helfer, vor allem aber Organisation. Ja, das nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch. Natürlich, ich meine, wir fangen immer ein Jahr vorher schon einmal an, zu definieren das Ganze. Und dann wird das über ein ganzes Jahr eigentlich organisiert. Es gehört ja dazu, dass wir sich quasi mal überlegen, was machen wir denn für Stationen? Die ganzen Ortsgruppen, die herkommen und das machen, die machen das ja alles in einer Freizeit. Die untereinander zu koordinieren und sich das anzuschauen, bis hin zur Veranstaltungsanmeldung, das ist schon ein ewiger Aufwand. Für den Landesvorsitzenden der Kinderfreunde ist das Alltag. Heli Gotthardsleitner plant viele Veranstaltungen, feiert dann aber gerne mit. Ich animiere allein jedes Jahr 15 Kinderfasching. Ich bin aber genauso gern auf Zeltlager mit den Kids 2 Wochen unterwegs, weil da geht es auch viel um Beziehungsarbeit, da geht es viel auch um voneinander lernen. Ich fahre aber genauso gern einmal auf ein Spielfest. Wie zu diesem, mit Hüpfburgen, Feuerwehrspielen und einem Konzert extra für Kinder. Machst mir einfach nach, was ich dir sag und die Bewegungen dazu.